Herzlich willkommen zum Wochenrückblick Motocross. Heute mit unserem deutschen MX2-Starter Jeremy Sudo. Bleiben Sie dran. Zunächst aber wie immer der Wochenrückblick. In der letzten Woche gab es den dritten Lauf zur tschechischen offenen internationalen Meisterschaft. Und Max Nagel hat beide Läufe in Jenin souverän gewonnen. Ihm gehen jetzt langsam die Gegner aus. Er führt die tschechische Meisterschaft an. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass es auch einen neuen Kalender der MX Masters gibt. Und für Max Nagel haben die MX Masters natürlich eigentlich Priorität. Und jetzt kommt es zur Terminkollision zwischen der tschechischen Meisterschaft, die er anführt, und den beiden Läufen der MX Masters. Und Max Nagel hat diese Woche im Interview mit speedweek.com gesagt, eigentlich kann das jetzt nur noch falsch machen, weil, wie er sich auch immer entscheidet, es wird für einen der beiden Seiten eine Fehlentscheidung sein. Aber er will mit offenen Karten spielen und offen darüber reden. Und vielleicht spielt ja auch Corona noch eine Rolle. Und die Entscheidung wird ihm abgenommen. Das weiß man heute noch nicht. Auf jeden Fall geht es dann weiter mit dem nächsten Lauf auf der WM-Strecke in Loket. Und in Loket wird es dann auch wieder das bekannte Konzept geben, das Hygienekonzept, welches schon in Dalecin zur Anwendung kam, mit unterschiedlichen Sektoren für unterschiedliche Zuschauergruppen. Und Dalecin ist auch gleich das Thema. Es gab ja neben den Rennen zur tschechischen Meisterschaft auch in der letzten Woche ein weiteres Rennen in Arnhem in den Niederlanden. Und dort haben wir uns schon gewundert, dass das Gas-Gas-Factory-Team zwar anwesend war, aber nur mit Simon Lengenfelder. Jeremy Sudo ist weder in Dalecin angetreten noch in den Niederlanden. Und den Grund dafür, den erzählte uns selbst, denn er leidet seit einiger Zeit an einer Krankheit, die möglicherweise auch dazu führen wird, dass er die Fortsetzung der WM gar nicht wahrnehmen kann. Also im Interview der Woche Jeremy Sudo direkt aus dem Headquarter von Gas Gas in Köln. Wir machen in der Corona-Zeit immer das Interview der Woche. Hatte ich auch schon mit Simon gesprochen. Und du bist also in sehr guter Gesellschaft mit Stefan Ewerts und Heinz Kindergartner und Max Nagel und wie gesagt Simon Lengenfelder. Also alle schon dabei gewesen. Und jetzt stehen wir ja kurz vor dem WM-Neustart. Und ich glaube, in dieser Regelmäßigkeit kann ich das dann gar nicht mehr machen, wenn die Rennen dann wieder stattfinden. Ich habe das sozusagen als Ersatz für die Rennausfälle gemacht. Und deswegen wollte ich aber unbedingt dich noch dabei haben. Also schön, dass du heute da bist. Danke. Letztes Wochenende in Arnhem war das Team ja dabei, aber dich haben wir vermisst. Warum warst du nicht dort? Ja, ich habe jetzt seit ein paar Monaten ein bisschen gesundheitliche Probleme. Darum kann ich auch gerade noch nicht so wirklich trainieren. Und mein Start in Kegum ist auch noch nicht wirklich fix, ob ich da überhaupt mit teilnehmen kann. Ach so. Ja, ich will halt zu dem Problem will ich mich bis jetzt noch nicht weiter äußern. Du hattest ja die deine Schulterprobleme, die waren ja schon überwunden, oder? Die Schlüsselbeinbruch? Ja, den Hagstone Schlüsselbeinbruch, aber da bin ich ja dann direkt 2 Wochen später wieder gefahren. Also mit Knochen hat das nichts zu tun, das ist ein anderes gesundheitliches Problem. Ja, aber ich will halt darüber im Moment noch nicht. Ja, gut, das respektiere ich. Weil ich erstmal abwarten will, ob ich in Kegums dann dabei bin oder nicht. Selbstverständlich. Also das respektiere ich natürlich auch. Das ist dein gutes Recht, das nicht in die Öffentlichkeit zu geben. Aber wie auch immer, auch im Namen aller Zuschauer und Leser, hoffen wir natürlich, dass es alles dann nicht so schlimm ist und du wieder fit wirst, weil wir natürlich uns freuen, dass wir jemanden wie dich haben, der in der Weltspitze ja ganz vorn war, weil die ersten beiden Rennen, die liefen ja wirklich sehr gut, ja? Ja, auf jeden Fall. In England war mein Start eigentlich auch noch nicht 100% fix, ob das mit dem Schlüsselbein funktioniert. Bin aber trotzdem komplett schmerzfrei dann gefahren. Ich denke, habe da einen guten Einstand geliefert. Mit Platz 13 und 15 war das dann am Ende.
Ja, die Woche später in Falkenswart war es dann sogar noch ein bisschen besser. Bin ich im ersten Lauf, glaube ich, auch 15er geworden und im zweiten Lauf dann mit meinem Teamkollegen Simon für eine bestimmte Zeit in den Top 5 zusammen unterwegs gewesen. Wir hatten beide eigentlich einen guten Start, sind echt ein gutes Rennen eingefahren. Ich habe dann die letzten paar Minuten noch ein bisschen ein paar Fehler eingebaut, deswegen bin ich ein Stück zurückgefallen, aber trotzdem der 8. Platz war ich super zufrieden. War da auch insgesamt 8. in der Meisterschaft auf Platz 10 nach den zwei Rennen zu stehen. Das ist ein cooles Gefühl und ja, ich hoffe, es geht dann auch so weiter, wenn ich wieder ins Renngeschehen einsteige. Ja. Ich muss dich mal nach deiner familiären Herkunft fragen oder ich möchte dich danach fragen. Du kommst aus einer, nicht nur aus einer rennensportbegeisterten Familie, sondern dein Vater war selber auch aktiver, ja? Ja, der war in seinen jungen Jahren MZ-Werksfahrer im Enduro-Bereich. Hat er sogar einmal die Six Days gewonnen mit der Mannschaft und ja, so ist es dann halt auf mich übergegriffen. Dass weißt du noch, in welchem Jahr das war? Nein, weiß ich leider nicht. Das ja, also die direkt Werksfahrer, also in der Werksabteilung, dann in Zschopau wahrscheinlich. Ja, genau. Waren ja in Zschopau. Und, ja. Und dort ist ja sozusagen auch eine, dort verspürt mir ja regelrecht diese Rennbegeisterung für den Enduro-Bereich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und wie ist das, war denn dein Vater anschließend oder in deiner Jugend oder bis heute dann auch dein Trainer oder wie lief das dann? So in den ersten Jahren, wo ich angefangen habe, auf jeden Fall. Dann ab einem bestimmten Level war ich halt dann, sag ich mal so, auf so einem Niveau, wo er mir nicht mehr viel helfen konnte und wo wir dann halt erfahrene Fahrtrainer hatten. Aber sonst die ersten 10, 12 Jahre war auf jeden Fall mein Vater da, der erste Ansprechpartner und hat sich darum alles gekümmert. Ja, es hätte ja natürlich dann auch Enduro werden können. Warum ist es dann aber Motocross geworden? Im Enduro-Sport kann man halt erst mit 16 Jahren anfangen, wenn man da den Führerschein braucht. Aha. Ich bin sogar einmal mitgefahren rund um Zschopau 2016. Aha. Macht mir auch Spaß, ist natürlich was komplett anderes. Aber ja, für mich ist halt einfach im Moment noch der Motocross-Sport einfach, ja, ist einfach mehr für mich. Weil es einfach, ja, auf einer Strecke ist, man hat die Zweikämpfe. Und ja, wer weiß, wenn es mal hier vorbei ist, vielleicht geht es dann nochmal in den Duosport, keine Ahnung, aber. Ja, jetzt ist wirklich erstmal nur Motocross bei mir im Vordergrund. Ja. Kannst du mir nochmal mit dem Vornamen deines Vaters auf die Sprünge helfen? Mike. Mike Südow, ja genau. Ja. Aha. Also am 22. August, das ist jetzt offiziell, findet im Talkessel die inzwischen 4. Talkessel Classics statt. Und dort sind auch immer viele MZ-Motorräder aus der damaligen Zeit aus den 1980er Jahren zu sehen. Also ich erinnere mich, da gab es mal eine Werksmaschine von Schaeffler zum Beispiel auch zu sehen. Ja. Okay. Ja, vielleicht ist das ja für deinen Vater auch mal eine Gelegenheit, mal vorbeizuschauen am 22. August, ja, falls er die Möglichkeit hat. Ja, muss ich mal Bescheid geben. genau. So, und damit ist praktisch dir das Offroad-Gehen, kann man sagen, richtig in die Wiege gelegt worden. Und du hast dann schon, also ich habe gelesen in deiner Vita, schon mit, ich glaube, 5 Jahren, ja, das erste Rennen gefahren. Ja, genau. Und das war dann auch schon Motocross gleich von Anfang an, ja? Ja, ich habe mit 3 Jahren das erste Motorrad bekommen, das war so eine kleine PB50. Mhm. Dann mit 5 Jahren ging es zum ersten Rennen. Ich glaube, da war ich direkt erfolgreich und ja, von da an hat mich das nie wieder losgelassen. Ja. Und wie kann man sich das vorstellen bei euch zu Hause? Man kennt ja diese Anlage zum Beispiel in Mattstedt von Ken Roxon, ja, wo gleich hinter dem Haus noch eine kleine Supercross-Strecke aufgebaut ist. Gab es bei euch auch eine Motocross-Strecke im Garten oder sowas ähnliches? Also die Gelegenheit, wie Kenny da hatte mit der eigenen Strecke im Haus, hatte ich leider nicht. Aber ich habe trotzdem bei mir im Wald, sage ich mal, das Fahren gelernt. Da habe ich eine kleine Strecke, die gibt es bis heute noch. Ah ja. Da bin ich heute noch manchmal unterwegs, nur zum Spaß ein bisschen mit einem Pitbike oder so.
Ja, aber da habe ich eigentlich auch fahren gelernt. Und auch in unserem Grundstück habe ich mir ein paar Runden gemacht. Also ich war dann eigentlich nicht mehr runterzubekommen vom Motorrad. Das heißt also, man sagt ja bei deinem Herkunftsort Chemnitz, also dann kommst du aus irgendeinem, also nicht direkt aus der Stadt, weil Chemnitz ist ja natürlich eine Großstadt. Ja, ich wohne in Klöser, das ist ein bisschen, also das ist ein Teil von Chemnitz, aber halt Randgebiet. Klöser. Genau. Okay. Und ist dein Vater heute noch im Motorsport aktiv? Nee, der fährt gar nicht mehr. Seit 10 Jahren hat er nicht mal mehr Motorrad, weil ja, der hat halt eine eigene Firma und er hat gesagt, wenn da irgendwas schief geht beim Fahren, dann. Also ja, er hat eine eigene Firma, die aber nichts mit Motorsport zu tun hat, also was ganz anderes? Wie bitte? Diese Firma, das Geschäftsfeld der Firma ist jetzt kein Sport oder Motorrad oder sowas? Der hat eine Dachdeckerfirma. Dachdeckerfirma? Ah, genau. Interessant. Weil ja, das ist ja das Gleiche wie dann bei Tom Koch. Genau. Okay, also alles klar. Ja. Von Tom Koch weiß ich, er hat in der Corona-Zeit auch ab und zu mal bei seinem Vater ausgeholfen. Ja, auch ist ja so ein gutes physisches Training auch auf dem Dach. Ja, auf jeden Fall habe ich auch gemacht. Hast du auch gemacht, ja, in der Zeit? Okay, sehr gut. Wie hast du die Zeit jetzt verbracht, die letzten Monate? Bist du zum Fahren gekommen überhaupt oder hast du mehr physisches Training gemacht oder wie sah dein Tagesablauf aus? Fahren konnte ich leider gar nicht, weil ja wegen halt den Problemen, die ich gerade habe. Hab mich aber halt mit anderen Übungen mit meinem Fitnesstrainer ja so gut es geht fit gehalten. Wir haben da halt Bewegungsübungen, dann verschiedene Koordinationsübungen mit reingenommen, dass man halt so ein Zeug, was man eigentlich sonst keine wirkliche Zeit hat, das halt ein bisschen verbessert und ja, hab mich da auch sehr verbessert. Kann ich langsam im Zirkus auftreten mit meinen Jonglierkünsten. Tatsächlich, also auch diese ja, so ein Zeug halt, hatte ich echt viel Zeit dafür. Ja, habe halt mal ein bisschen mehr Zeit halt auch bei der Familie verbracht, weil sonst lebe ich ja hier in Köln beim Team. Ja. Und war halt wirklich die ganze Zeit zu Hause, habe halt mal ein bisschen Zeit für andere Dinge gehabt. Ja. Aber ja, ich bin auch wieder froh, wenn es jetzt langsam wieder alles losgeht. Also ich habe gestaunt, auch bei deinen persönlichen Sponsoren, da sind natürlich Namen dabei, die man, sag ich mal, jetzt erwartet. Also zum Beispiel ADAC Stiftung Sport. Ja, ist ja toll, dass sie auch dich hier an der Stelle unterstützen. Aber da sind natürlich auch zum Beispiel Käse-Mike dabei. Ja? Wie kam es zu dieser Art der Unterstützung? Wer ist das? Erzähl mal was darüber. Das ist ein Käsehändler bei uns in der Nähe. Also das heißt in Chemnitz auch oder in Köln? Der ist in der Nähe von Chemnitz in Wittgensdorf, heißt der Ort. Aha. Der fährt auch auf Märkte und verkauft da halt seine Sachen. Wir kennen den Inhaber schon Ewigkeiten, sind gut befreundet mit ihm. Und er unterstützt mich jetzt schon sehr lange und bin ich auch sehr froh darüber, dass wir ihn an unserer Seite haben und auch seine Unterstützung erzählen können. Gibt es da auch einen Online-Shop, weißt du das? Nee, Online-Shop gibt's nicht. Ah, okay. Ja, schade, weil ansonsten hätten wir an der Stelle mal aufrufen können, dass unsere Zuschauer, wenn sie dich unterstützen wollen, dann einfach mal beim Käse-Mike bestellen, ja? Wen haben wir denn da noch? Gerüstbau Weber, das hat wahrscheinlich was natürlich mit dem Dachdecken dann zu tun, denke ich mal, ja? Also das Uwe Weber, der ist selber früher auch. Ach, das ist Uwe Weber. Ah, okay. Genau. Das sagt mir natürlich was, ja? Genau, und der war halt mein Papa halt unterwegs früher und ja, ist dann auch halt durch Kontakte von meinem Vater sehen wir uns öfters und ja, der war begeistert von mir und ja, hat mich dann glücklicherweise auch unterstützen können jetzt dieses Jahr und auch schon die letzten Jahre. Finde ich auch sehr cool, dass er da mit einsteigt und mich da unterstützt, weil es ja nichts Selbstverständliches und bin ich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich darüber. Absolut. Ja, siehst du, das ist gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil das hätte sich jetzt mir überhaupt nicht erschlossen, ja, weil natürlich Weber ist ja natürlich ein sehr üblicher Name. Ja, das stimmt. Und dass dahinter der Uwe Weber steht, der berühmte Enduro-Fahrer von früher. Ja, super, dass es sowas auch noch gibt heute. Genau. Ja. Also, das heißt, gibt es noch andere Unterstützer, die wir an der Stelle vielleicht auch mal würdigen wollen? Ja, auf jeden Fall das Schilderwerk Beuter. Genau. Das ist einer meiner größten Sponsoren mit.
die unterstützen mich sehr viel. Also der Inhaber Tim Kies, auch sehr gut befreundet mit ihm. Wir sehen uns auch öfters und er ist auch bei vielen Rennen mit dabei. Ja, ohne ihn wäre da vieles nicht möglich, weil der ist echt eine große Hilfe für mich. Und ja, da auch nochmal einen großen Dank. Genauso ADAC Sachsen, die ADAC Stiftung Sport, die da viel auch möglich machen für mich. Ja, dann habe ich auch Urthema, die mich bestens also für die Protektoren unterstützen. Ja. Mhm. Ja, das sind eigentlich so die Leute, die mich da größten unterstützen. Und jetzt dein Team, Gas Gas Factory Junior Team, hat ja jetzt vor, ich glaube, 2 Wochen war es, jetzt die neuen Modelle vorgestellt. Hattest du denn überhaupt schon Gelegenheit, wahrscheinlich bist du noch gar nicht damit gefahren, oder? Direkt? Doch, wir hatten Fotoshooting und da bin ich mit dem Motorrad gefahren. Da war man den ganzen Tag unterwegs. Ja, ich bin sehr zufrieden mit den neuen Motorrädern, also lässt sich echt super fahren, hat eine super Dynamik, super Gleichgewicht. Ja, man kann mit dem Motorrad ja wirklich in den Kurven machen, was man will. Lässt sich echt gut, das Handling ist echt gut und ja, ich bin da mega zufrieden mit der neuen GasGas. Also eine wirkliche Verbesserung auch, ja? Hast du feststellen können im Vergleich zum Vorjahresmodell? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Die genauen Unterschiede jetzt zur KTM, kannst du die schon beziffern oder? Nee, kann ich nicht. Okay, gut. Deine Pläne für die Zukunft? Ja, auf jeden Fall dieses Jahr in der WM wirklich so gut es geht, mich zu etablieren, davon Rennen zu Rennen zu lernen, weil es halt wirklich mein erstes Jahr in der WM ist, da einfach von Rennen zu Rennen besser werden und einfach mehr Erfahrung sammeln und dann, dass es nächstes Jahr dann wirklich von Anfang an perfekt losgehen kann. Mhm. Natürlich möchte ich auch verletzungsfrei bleiben, das ist immer wichtig. Ja. Toi, toi, toi. Schlagen wir gleich mal auf Holz. Genau. Ja. Genau. Weil das wirft dann schon immer ziemlich zurück, wenn man da. Also du wirst ja dann sicherlich am Wochenende sowieso nicht fahren, aber wird das Team teilnehmen jetzt am, jetzt gibt es am Wochenende noch ein Rennen in Holland? Ja. Ja, das Team wird da wieder dabei sein. Mhm. In Axel. Ich denke, ich werde es leider noch nicht schaffen, damit zu fahren. Mhm. Aber ja, das Team ist auf jeden Fall am Start und Simon wird halt wieder sein Bestes geben, denke ich. Alles klar. Und auch in beiden Klassen, also in der MX2 und in der MXGP auch, ja? Ja, genau. Also unser Team fährt in der MX2. Genau. Und genau. In der MXGP-Klasse fährt dann Standing Construct. Mhm. Genau. Ja, Jeremy, dann danke ich auf jeden Fall erstmal für dieses Gespräch. Ja? Bitteschön. Ich drücke die Daumen, dass das alles jetzt sich bald wieder einrenkt oder wie man das sagen kann. Ja, danke. Dass du bald wieder gesund und fit wirst, vor allen Dingen, ja, weil du bist eines unserer großen Talente, unserer Hoffnungsträger für die Zukunft und deswegen möchten wir natürlich, dass es dir gut geht und du natürlich auch unabhängig vom Sport auch wieder gesund wirst. Ja? Vielen Dank. Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und ebenfalls, dankeschön. Bis bald mal wieder, hoffentlich auf der Strecke bald, ja? Das habe ich auch. Dankeschön. Okay, alles klar. Soweit das Interview der Woche. Heute mit Jeremy Sudo. Wir hoffen natürlich, dass die Erkrankung schnell überwunden ist und er so rasch wie möglich auf die Rennstrecke zurückkehren kann. Und in eigener Sache noch ein Wort. Das Interview der Woche wurde ja etabliert aufgrund der Corona-Krise, weil an den Wochenenden keine Rennen stattfanden, weder in den USA noch in der WM noch sonst irgendwo. Und damit Sie, liebe Leser, ein Thema haben, wurde das Interview der Woche erfunden, kann man sagen. Und es hat sich sehr gut etabliert. Es kam sehr gut an und ich glaube, wir hatten auch sehr interessante Themen. In der nächsten Woche wird die Weltmeisterschaft fortgesetzt in Kegums. Und das bedeutet, dass wir am Wochenende natürlich wieder mit den Rennen zu tun haben. Ich möchte damit das Interview der Woche nicht abschaffen. Es war ein super Format, aber in der Regelmäßigkeit wird es künftig wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, jede Woche ein neues Interview zu machen. Je nach Situation, je nachdem, wie sich auch Corona entwickelt, werde ich also spontan Interviews weiterhin machen, das Interview der Woche, aber eben nicht
wie sie es bis jetzt gewöhnt sind, jede Woche. Wir freuen uns auf die Wiederaufnahme der Motocross-Weltmeisterschaft. Und auch in den USA geht es ja dann auch am 15. August bereits auf der Strecke von Loretta Lynn's Ranch dann auch schon wieder los. Das bedeutet, wir werden sehr viel zu berichten haben von der Weltmeisterschaft, von den US Nationals, und darauf freue ich mich schon. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, und auf diesem Kanal gibt es trotzdem immer noch ganz viel zu entdecken, und damit Sie immer am Ball bleiben, am besten diesen Kanal jetzt gleich abonnieren. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.